Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um einen Begriff, den man immer wieder hört, von dem man aber vielleicht nicht ganz konkret weiß, was er wirklich bedeutet. Und zwar der Redispatch. Redispatch ist so etwas, das hört man ständig und das hat auch irgendwas mit Netzregulierung zu tun, aber was steckt da wirklich dahinter? Der Redispatch als solcher ist nichts anderes als die Nachjustierung des Kraftwerkseinsatzes, um ein Überangebot, um eine Überproduktion im Stromnetz auszugleichen. Das heißt, wir haben zu viel Strom im Netz und deswegen wird ein Kraftwerk angewiesen, ein bisschen herunterzudrosseln. Das ist der Redispatch. Das Ganze funktioniert einerseits regelzonenübergreifend, also bundesweit, indem man sagt, wir haben einfach zu viel Strom im Netz, deswegen müssen wir Kraftwerke ein bisschen herunterplanen. Andererseits kann das aber auch sehr gut regional funktionieren, weil man zum Beispiel sagt, eine bestimmte Stromleitung wäre überlastet, also schalten wir ein Kraftwerk, was auf der einen Seite der Leitung ist, ein bisschen runter und ein anderes Kraftwerk, was praktisch am anderen Ende der Leitung ist, das kann ein bisschen hochfahren, sodass wir den Gesamtbedarf immer noch decken können, aber diese eine Leitung entlastet wird. Auch das ist eine Redispatch-Maßnahme. Wo kommt erstmal der Begriff her? Der Dispatch ist ein englischer Begriff und heißt im Prinzip nichts anderes als die Planung des Kraftwerks. Ja, also der Dispatch ist tatsächlich die Einsatzweise, der Fahrplan des Kraftwerks. Der muss vom Kraftwerksbetreiber nachmittags immer für den Folgetag an den Übertragungsnetzbetreiber gemeldet werden. Die ÜNBs wissen dann so, wie viele Kraftwerke werden wie viel Energie produzieren. Wir sind gleichzeitig von den Bilanzkreisverantwortlichen, wie viel Verbrauch wird wo auch noch dastehen und können dann dementsprechend mit einer Lastflussberechnung eben auch nachvollziehen, wo wird wohl wie viel Strom wann konkret zur Verfügung stehen in den Netzen und können dann diese Überproduktion, diese Überlastung am Vortag vielleicht auch schon voraussehen, spätestens am eigentlichen Tag. Und dann gibt es, womöglich schon am Vorabend, aber im Regelfall am gleichen Tag, den Redispatch. Das ist dann die Anweisung durch den Übertragungsnetzbetreiber an den Kraftwerksbetreiber, bitte drossele mal dein Kraftwerk, um hier eine Überproduktion entgegenzuwirken. Das ist der Redispatch. Das ist also nichts anderes als das Kommando des ÜNBs an den Kraftwerksbetreiber, bitte drossele mal dein Kraftwerk. Das ist ganz oft natürlich mit Kosten verbunden, weil einerseits das Hochfahren, das Runterfahren von den Kraftwerken entgegen des Plans weitere Kosten verursacht, weil es zum Beispiel Brennstoffkosten gibt, die dann anders als geplant zustande kommen, weil natürlich auch Kosten für den Bilanzkreisausgleich kommen. Das Thema haben wir in einem anderen Video auch schon mal behandelt. Und dementsprechend kommen dann natürlich Kosten zustande, die getragen werden müssen. Und das passiert über die Netzentgelte. Natürlich, die werden umgelegt auf die Netznutzungsentgelte, die dann schlussendlich über die Stromlieferantenrechnung auch bei uns als Verbraucher ankommen. Keine Frage. Jetzt hört man ganz oft sowas von über 1 Milliarde Euro Kosten für den Redispatch. Jetzt muss man aber sagen, diese Angabe ist einfach nicht korrekt. Da wird ein bisschen was zusammengemischt, denn über diese 1 Milliarde, das sind die Kosten für das gesamte Engpassmanagement. Der Redispatch ist aber nur ein Teil des Engpassmanagements. Der Redispatch als solcher hat im Jahr 2017 in etwa 420 Millionen Euro Kosten verursacht, im Jahr 2018 etwa 350 Millionen Euro. Das ist trotzdem nicht wenig Geld, aber es ist bei weitem nicht diese Milliarde. Die Milliarde kommt dann durch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die sogenannte Netzreserve, wo es also weitere Kraftwerke gibt, die praktisch auf Wartestellung sind, um dann noch eingesetzt zu werden, wenn wir in den Engpass kommen. Und noch weitere Maßnahmen. Das ist dann über diese 1 Milliarde Euro Kosten zu verstehen, der Redispatch alleine ist ein bisschen weniger. Trotzdem nicht wenig Geld. Kommt aber natürlich auch einfach dadurch, dass wir so viele erneuerbare Energienanlagen im Netz haben, die ein bisschen volatiler sind, als es die Energiewirtschaft so gewohnt war. Und aufgrund der teilweise noch alten Fahrweise von Kraftwerken und von dem Verständnis von Verbrauch und Lastprofilen kommt es einfach dazu, dass wir solche Maßnahmen immer mal wieder machen müssen und dementsprechend auch Kosten verursacht werden. Über die Jahre hinweg wird sich das vielleicht ein bisschen weiter ausgleichen. Mal schauen. Jedenfalls ist das an sich auch schon der Redispatch. Ich werde euch hier ein paar Daten mal noch einblenden und auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und anderen gibt es nämlich Transparenzberichte von sowohl der Bundesnetzagentur über alle Netze hinweg, als auch vom BDEW eine schöne Zusammenfassung über die Transparenzdaten des Redispatches über die letzten Jahre hinweg. Da kann man sehr schön vergleichen, wie sich das Ganze so über die Jahre hinweg entwickelt hat.
Außerdem gibt es vom BDW eine ja im Prinzip Handlungsanweisung oder praktisch Empfehlung, wie die Maßnahmen zum Redispatch auch tatsächlich operativ umgesetzt werden. Wen das interessiert, den verlinke ich das unten in der Videobeschreibung. Das ist auch ganz interessant. Wer in diesem Gebiet tätig ist, der kann sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Des Weiteren gibt es schöne Daten auf netztransparenz.de. Das ist ja die gemeinsame Transparenzplattform der Übertragungsnetzbetreiber und da kann man sich alle Daten herunterladen als Tabelle, als CSV und kann zum Beispiel die ganzen Energieflüsse, die Maßnahmen, die Kosten und so weiter sich da mal schön zusammenfassen lassen. Und darüber hinaus gibt es noch schöne Visualisierung. Ich werde euch hier beispielhaft mal 50 Hertz anzeigen, wo man zumindest für bis zum Vortag hin den Status der Stromnetze auch schön visualisiert angezeigt bekommt. Also zum Beispiel, wo gab es relativ problemlos die Flüsse und wo gab es ein bisschen mehr Belastung, wo gab es vielleicht auch mal eine Überlastung. Das ist da ganz schick dargestellt. Und das ist der Redispatch. Mehr ist es schlussendlich nicht. Es geht einfach darum, dass Kraftwerke nachjustiert werden, ein bisschen gedrosselt werden, um die Überproduktion von Strom im Netz auszugleichen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Dann schreibt die unten in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier zeige ich euch noch zwei weitere Videos rund um den Kraftwerkseinsatz und Übertragungsnetzbetreiber. Und bleibt mir gewogen, schaltet das nächste Mal wieder ein hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.